Rache. Fuckboy. Dann kann er ja gleich seine Gewürzgurke versenken gehen. Ich mach das, was hier der kleine Adrian mir sagt. Hier, Junge. Adrian fühlt sich wie ein Hund an der Leine. Sie will dir schaden. Ja. 100%. Hier drin habe ich es eigentlich ziemlich schön angenehm kühl. Hier draußen ist es einfach nur kochend heiß. Aber ihr wisst natürlich, wenn ich eine schöne Aussicht habe, dann teile ich die mit euch. Und deswegen drehen wir uns mal hierher. Ich werde in der Sonne sitzen, aber wir haben auf jeden Fall eine schöne Aussicht und schauen uns die neue Folge gemeinsam an. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 von Temptation Island VIP. Very Instagrammy, fame, geile people. Irgendwo in Griechenland oder der Türkei? Irgendwo im Süden auf jeden Fall. Heute gibt's das erste Lagerfeuer. Ich bin sehr gespannt, denn das ist natürlich das Spannende bei Temptation Island. Und deswegen würde ich sagen, viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Der Göck und ich, wir verstehen uns halt einfach sehr gut. Dieser Temptation-Sound versetzt mich einfach in eine Schockstarre. Mich versetzt es immer in eine Grinserstarre, denn wie gesagt, das ist einfach das Kernelement von Temptation Island und wir wissen, dass es eskalieren wird. Es wird spannend werden heute. Rache, fehlende Kommunikation und das Verfallen in alte Muster. Alles ist dabei. Ja, aber nur für einen der vier Jungs. Und dem Typen ist es auch bewusst, dass es vorbei ist. Ja, ja, fehlende Kommunikation meint die mich. Rache, die will mich bumsen. Keine Ahnung. Es kann aber auch sein, dass sie komplett nur Rebecca meint. Fehlende Kommunikation bin auf jeden Fall ich. Ja, und da muss man jetzt auch nicht groß drum rumreden. Das Problemkind ist halt in dem Fall Adrian und Rebecca zusammen. Die werden nicht positiv aus der ganzen Geschichte rausgehen. Weißt du, was das Problem ist? Ich habe gerade richtig ekelhaftes Gefühl. Hast du? Ich habe gar nicht. Super Acker, das beruhigt den Fremdgeher bestimmt, so eine Aussage. Ja. Adrian hat gerade ein bisschen Eierflattern, so. Er weiß ganz genau, er hat Scheiße gebaut. Seine Beziehung ist nicht stark genug für dieses Experiment. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich finde ja, die Zeit ist schon gekommen. Wir haben Rebecca gesehen, sie hat sich mittlerweile fast neu verliebt. Adrian, der glaubt irgendwie auch nicht mehr an die Beziehung und ja, es wird einfach nur schlimmer werden von Folge zu Folge. Rache, fehlende Kommunikation, alles ist dabei. Ich freue mich auf euch. Doch Rebecca reagiert anders als Adrian. Sie ist irgendwie entspannt. Sie regt sich nicht auf. Verfallen in alte Muster macht mir extrem Angst, weil Jermaine einfach früher ganz anderer Typ war als jetzt. Er war früher ein Fuckboy, er ist viel feiern gegangen, hat viel getrunken. Und in dem Bereich ist Jermaine ein richtig guter Schauspieler, denn das F-Boy-Dasein, das hemmt er bis jetzt auf jeden Fall noch richtig gut und macht gar nichts in die Richtung. Aber wir wissen ja das Sprichwort, einmal F-Boy, immer F-Boy. Ich versuche tatsächlich wirklich, trotz meinen Gedanken positiv ins Lagerfeuer zu gehen, denn am Ende des Tages vertraue ich ihm ja. Die Wollny tut mir leid, weil sie halt voll in das Positive denkt, aber er will sie gar nicht und das wird auch nicht gut enden. Fehlende Kommunikation ist bei Adrian. Ja, Hauptsache sie kann kommunizieren, was sie möchte, wohin sie will. Spielen wir weiter? Genau, komm. Ja. Ich spiel weiter. Ja, weiter Flaschen drehen, weiter rumtwerken, weiter fremdgehen. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich heute Abend schon mal auf jeden Fall eine große Bestätigung bekommen werde über das, was ich denke. Das, was sie denkt. Sie hat also von Anfang an Trennung gedacht, denn es ist ja nichts anderes. Es ist die Schlussfolgerung von diesem Format. Fehlende Kommunikation? Hier, Junge! Nee, Mädel. Mit so einem Wurf kriegst du sicher keinen Kuss beim Bierpong. Der eine ist einfacher als der andere. Ich denke mal, ich bin schon so mit einer, der am gefährdetsten ist, weil ich es mag. Grenzen auszutesten. Ich mag es, an der Grenze spazieren zu gehen. Ich kann mich halt auch nicht entscheiden. Wer ist schlimmer, Rebecca oder Adrian? Ich meine, so wie Adrian dann auch wieder redet, das ist auch absolut ekelhaft. Die nehmen sich beide nichts. Sie sollten sich trennen oder zusammenbleiben, um keine anderen Menschen mehr zu belästigen. Bin ich deiner Meinung nach respektlos hier, meiner Freundin gegenüber? Ja, ist er definitiv. Aber jetzt hört mal, was er selbst sagt. Och, du meine Güte. Hast du für dich schon Grenzen überschritten? Dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Ich finde nicht. Ich habe mir hier keine Grenzen gesetzt. Ja, aber was machen wir denn hier? Er hat sich keine Grenzen gesetzt und erst wenn er die Grenze überschreitet, hat er was Schlechtes getan. Kann aber nicht passieren, weil er keine Grenzen hat. Ich meine, dann kann er ja gleich seine Gewürzgurke versenken gehen. Ich mach das, worauf ich Bock habe. Ich mach das, was hier der kleine Adrian mir sagt. Es liegt ja nicht an mir. Sie muss mir einfach vertrauen können. Ergibt super viel Sinn. Vertrau mir, Schwester, aber... Der kleine Adrian. Wenn der sich versteckt, dann soll sie ihm weiterhin vertrauen, weil ist einfach so. Vertrau mir auf Bruderbasis. Ja. Sie sucht halt immer die Fehler bei mir, aber der Fehler ist, dass sie mir nicht vertrauen kann.
oder nicht will, eher gesagt. Ist das nicht die Definition von toxisch, wenn eine Person die eigenen Fehler auf den Partner projiziert? Klar, ich hatte mal einen Seitensprung. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Reue gezeigt. Einmal so, immer so, aber wir wissen ja, Adrian ist sich keiner Schuld bewusst. Nee, nee. Das erste Lagerfeuer steht an. Ja, keiner Schuld bewusst, dann ist da eine Reihe an Ärschen und wer ist derjenige, der seine Arme ausbreitet? Natürlich, Adrian, er möchte in alle Reihen am liebsten. Was du eigentlich haben könntest, was dir eigentlich viel besser tun würde. Du bist so ein Schlawiner. Und die zwei sind wie Alex und Vanessa, eins zu eins dieselben. Sie hat alles im Vorhinein geplant und sie sind seit Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 zusammen. Ach süß. Wenn etwas Heftiges passiert, dann raste ich auf jeden Fall aus. Ja, weil ihr Ausraster dann ihr Fremdgehen rechtfertigt. Hä? Ich sage ja so, wenn sich eine Tür schließt, und ich glaube, die Tür ist auch gar nicht mal eine schlechte Tür bei dir, öffnet sich eine andere. Also ich gebe denen noch zwei Folgen und dann haben wir eine Hochzeit und Alex und Vanessa kommen vorbei, um Unfaithful zu singen. Also guck mal, wir wissen ja selber, was passiert ist. Unsere Bilder sind auch brisant. Ja. Aber wir hatten immer noch die Kontrolle über den Ganzen. Ja. Die Wahrnehmung ist bei den Jungs und Mädels verschoben, geknickt, komplett kaputt. Aber sie müssen noch einmal die Zähne zusammenbeißen und sich die wahrheitsgemäßen Videos anschauen. Ja, Mama, Twerk-Contest oder irgendwas? Ah, okay, krass. Und obwohl die Szenen ziemlich harmlos sind, müssen die Mädels natürlich super schockiert und angeekelt reagieren. Wow. Ah, so eklig, schäm dich. Chantal, schäm dich, das ist ekelhaft. Let's go! Wir halten fest, Jermaine hat seine Arme unten. Er greift nicht, er schaut nur. Er schaut nur. Was macht er? Was machst du? Bist du dumm? Boah, wenn die Botox-Lippen platzen, weil sie zu sehr aufgepumpt wurden. Im Vergleich zu den anderen ist Jermaine ein Engel im Vergleich zu anderen Temptation Island-Verhältnissen. Auto? Er hat kein Auto. Ich habe ein Auto. Aua! Das ist aber ein Thema, da ist auch das letzte maskuline Berliner Ego gekränkt. Ja, Jermaine. Ich bin auch ihr Typ, das habe ich auch schon gehört. Das ist ein Bullshit, ja. Und Lola bohrt nach und stichelt. Das finde ich super geil beim Lagerfeuer. Du sagst, es regt dich nicht auf, aber es regt dich schon auf. Es regt mich wohl auf, natürlich. Naja, die richtig heißen Szenen gibt's bei Tinosch. Alter. Was macht die da? Schwimmen? Wonach sieht's denn aus? Aber dann gibt's auch noch Kritik und damit kann Tinosch gar nicht umgehen. Ich fühle mich nicht ernst genommen, ja, weißt du? Ich fühle mich so, als wenn das egal wäre, wie es mir in dem Moment geht. Was labert die? Das verletzt mich schon auf jeden Fall. Für Tinosch sind also alle Szenen schlimm. Alles, was seine Freundin getan hat, war viel zu viel. Aber er selbst, ist er eigentlich besser oder macht er noch mehr? Voll besoffen. Ich bin geschockt. Warum wird dich denn heute so auseinandergenommen, Alter? Naja, beide haben getanzt, beide haben Oberkörper abgeleckt oder abgeleckt bekommen. Aber viel schlimmer ist, finde ich, dass er sie ja überhaupt nicht als zukünftige Partnerin sieht. Er kann sich ja absolut nichts vorstellen in der Zukunft. Sarah Jane, kannst du mir sagen, dass ich ihr Traummann bin? Aber ich kann es halt leider nicht zurücksagen. Aber er kann sich eine neue Dame aussuchen und ihr schon am zweiten Tag Komplimente machen. Ich mag dich echt gerne, ne? Echt, ja? Ich spreche richtig gerne mit dir. Ich finde aber auch den Vibe zu dir richtig cool. Und auch seine Gedanken sind schon sehr tief im Verlieben in eine neue Frau. Kann es natürlich durchaus möglich sein, dass sich hier irgendjemand verliebt? Das schließe ich gar nicht aus, das hätte ich selber nicht gedacht. Ja, nee, hätte man überhaupt nicht erwartet bei ihm. Obwohl er schon in der ersten Folge gesagt hat, dass er sich nichts in der Zukunft mit seiner Jara Jane vorstellen kann. Junge, was kommt der so? Das ist so intensiv. Was ist auch intensiv? Genau, Rebecca und ihr neuer Verführer, in den sie sich gerade verliebt. Du liebst meinen Sohn nicht, du bist nur mit ihm zusammen wegen Geld und Fame und ich denke mir so... Das ist gelogen, ja, was labert die? Das ist großer Quatsch, Alter. Ja, das waren wirklich die räudigsten Szenen bisher, weil sie einfach sinnlos in so einem Format auf seine Mutter gespuckt hat. Sie hat Dinge erzählt, die man eigentlich nicht erzählt. Ah, zum Kotzen. Ich bin enttäuscht, dass Rebecca so ekelhaft über meine Familie redet. Jeder im Umfeld von mir hat es mir schon von Anfang an gesagt. So, Adrian, bist du dir eigentlich sicher?
Ja, ich liebe sie. Das war immer meine Antwort. Naja, jetzt ist es endlich soweit. Er bekommt die Wahrheit gezeigt, denn sie flirtet, das wissen wir schon, mit Göktürk. Und das ziemlich intensiv. Und ja, nächste Folge wird es noch viel intensiver. Dann komm auf mich zu. Nimm meine Hand und komm. Du siehst selber aus wie ein Apfel. Würdest du auch gerne reinbeißen? Gerne. Aber ich kann mir das nicht geben. Ich hoffe, Gott, ich kann mir das nicht geben. Ach, ist ja halb so wild. Ich meine, sie flirtet ja nur ein klitzekleines bisschen. Und ein bisschen mehr als das und viel mehr als das auch noch. Sie ist verliebt in den neuen Typen. Also, ich habe jetzt verstanden, warum wir hier sind. Sie will dir schaden. Ja. 100%. Du hast ihr damals geschadet, weil ich habe von Anfang an gesagt. Rebecca ist jetzt also offiziell die böse Hexe dieser Staffel. Sie möchte Adrian schaden, aber im Endeffekt nehmen sich die beiden nichts. Wie gesagt, der eine schlimmer als der andere. Er hat auf jeden Fall sehr viel Redebedarf. Das ist mir klar. Das ist mir klar, aber lass uns doch zu Temptation Island gehen und dann fremdgehen, weil wir reden nicht über Probleme. Wir beweisen es dem anderen irgendwie. Dann hör mir mal, was du zu sagen hast, mein Freund. Bald Ex-Freund. So wie ich Reue gezeigt habe, war auch ein Fehler. Was? Ich habe mich komplett emotional entblößt. Ah, okay. Adrian fühlt sich wie ein Hund an der Leine. Ich hab ihn nicht an der Leine. Nee, das hat sie gar nicht. Nee. Das sagen Hundebesitzer auch, die ihren Hund traurigerweise an einer Kette am Grundstück tagtäglich 24/7 angehängt haben. Unmenschliche Besitzer. Alles klar. Wir haben psychisch uns so kaputt gemacht. Ja, du hast mich psychisch kaputt gemacht. Aber trotzdem ist sie bei ihm und hockt jetzt bei Temptation Island, um fremd zu gehen. Wo macht das Sinn? Er vertraut sich mir krass an und ich denke, Adrian ist auf jeden Fall in nächster Zeit knackbar. Wow, Adrian ist so billig, aber sie wurde ja schon geknackt. Ich meine, sie flirtet super hart mit ihrem Göktürk. Ich sehe irgendwie, du bist verzweifelt, suchst nach Hilfe. Was du laberst. Ja, du verstehst ihn gar. Ich glaube, Rebecca wird jetzt langsam eifersüchtig, weil ihr Adrian jetzt auch eine Bezugsperson hat, genau wie sie mit ihrem Typen. Und mit einer Frau, anstatt mit den Jungs darüber zu sprechen, dann go for it. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie weit er geht mit ihr. Ich bin auch gespannt, wie weit sie geht. Und sie macht ja auch nicht besser als Adrian. Sie hat mit drei Typen über ihre Probleme geredet, anstatt mit den Frauen. Und hab ganz viel Spaß mit den Verführern. Werden wir haben. Wird sie haben. Besonders Rebecca. Alter, er will sich einfach komplett in die Opferrolle stellen. Das ist so krank, wirklich. Jetzt ist es noch mal so ein Gong obendrauf. Wo ich mir eigentlich denke... Wo sie sich eigentlich denkt, ach, da könnte man mit dem Verführer auch mal in der Kiste landen, oder? Das wäre doch mal eine super Idee. Ja. Kleiner Spoiler, das wird nämlich in der Vorschau kommen, aber jetzt geht's weiter mit der normalen Folge. Ihr habt meine Mutter öffentlich im Fernsehen beleidigt. Sobald man über meine Familie redet... Ja, bei Familie hört der Spaß auf. Dann ist vorbei. Adrian hat da schon ein bisschen kreuz und quer geschaut. Ich glaube, da hatte er schon ein paar Drinks intus. Aber trotzdem, ja, da hat er recht. Diese Aussagen waren echt unterirdisch. Nächstes Mal bei Temptation Island VIP. Mir macht es richtig, richtig Spaß. Das würde ich sagen, hört man. Dann, weißt, wenn du Spaß hast, dann kommen gewisse Geräusche hervor. Ich will nicht wissen, was es ist. Wir werden es aber nächste Folge erfahren in Folge Nummer 5. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, könnt ihr sie gerne meinen Kanal hier oben in der Ecke abonnieren. Hier oben und unten verlinke ich euch zwei andere Videos von vorherigen Projekten. Und dann würde ich sagen, genießt nochmal die Aussicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe und ciao, ciao. Oh, und ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal schwimmen, weil mir viel zu warm ist und ich muss mich eincremen. Ich verbrenne hier sonst.